Wir sind wieder da zur nächsten Folge auf der EBG Schwarzen Pumpe im Nostalgieprojekt. Der Lehrling hat's wieder mal verschlafen. Ach nee, ey. Typisch, kein Verlass mehr drauf, ey. Aber wenigstens die Alten müssen durchhalten. Heiko und Oh. Matze sind da und meine Wenigkeit. Badömchen. Badöm. Blöchen. Popöchen. Was? Was, Popöchen? Oh. Aber nicht, dass er wieder ankommt, und wegen, als wäre tausend Jahre Durchfall gehabt. Das zieht es wohl nicht, ey. Nein, wir haben Verbot gehabt. Keine Vespa nehmen. Allgemein habe ich nie Westprodukte verboten. Ach so, du wolltest dich erstmal vorgewendet. Na gut, okay, Nee, muss ich fahr dann ruhig mal. weiter, fahr ruhig weiter. Ich kann erstmal hin und her fahren und wir können. Wusste ja jetzt nicht, dass du so schnell jetzt ankommst. Wollte mir doch erstmal nur einen kleinen Puffer machen. Hast du doch. Ja. Die zwei kümmern sich um die Aussaat vom Feld 2 und ich kümmere mich mal um die Abarbeitung des Düngerauftrags. Der gerade, da ist ein Aufkleber in der Frontscheibe. Da steht was mit 1979 dran. Ich hoffe, das war nicht der letzte Ölwechsel an dem kleinen Russe. Wer weiß, wer weiß. Wer weiß, genau. Aber das stecken die weg. Da wird wohl schon Diesel unten drin sein in der Ölwanne. Ja, schon angetrocknet. Genau. Ich sehe schon die ganzen Kommentare da im Video. Man düngt Essen vorgewendet. Ach Wo ja. Wo steht das? Beim Aussehen habe ich dir gesagt, Vorgewende als letztes. Weil du sonst ja beim jeden Mal wenden übers frisch ausgesäte drüber fahren Ja, ich würdest. rede jetzt vom Düngen. Ach so, Düngen, ja. Wer hat Ach ja, Matze hat ja gesagt? die Sämaschine dran, stimmt. Wer hat gesagt, wie man das überhaupt machen soll? Ja, keine Ahnung. Na, wo steht das? Eben. Zeigt uns den Paragraphen, wo das steht. In der Da ist das. Landwirtschaftsverordnung. Das ist Sinn zweckmäßig. Das ist nur. Das Gute ist ja, wenn ich dann gleich hier fertig gedüngt habe, dann kann ich mir dann gleich noch die zweite Saatmaschine schnappen und dir dann noch helfen. Das kannst du gerne tun dann. Ist das halt momentan diese Woche mal ein bisschen monoton? Ja, ehrlich fehlt. Ja. Müssen wir die Semi-Arbeiten machen, hä? Ja. Naja, dafür kann er da, wenn es geerntet wird, die Rüben alle einzeln rausziehen. Ja, mit Hand aber wohlgemerkt. Natürlich mit Hand. Und dann einzeln natürlich ins Lager bringen ist. Endlich, ne? Ah ne, wir binden ja so einen kleinen Bollerwagen unterm Bauch und dann kann er damit über das Feld laufen. Ach, der ist so groß. Ne, so klein. Hier gibt es ja auch einen kleinen, so was ich für Kinder, so Kinderspielzeug. Ach, der ist auch noch zu groß. meinst, du hast deinen behalten? Hast du noch im Keller stehen? Nee, ich hatte Versuch's. als Kind sowas nicht. Aber meine Eltern haben letztes Mal einen alten Schlitten im Keller wiedergefunden. Den haben sie sich jetzt schön so als Blumenkasten umgebaut. Immer noch als Erinnerungsstück, immer noch dann da ist. Vater hat nur gerade alte Pferde geschlitten. Nee, so wohlhabend war mir nicht. Nee, den hat er jetzt erst vor ein paar Jahren, hat er sich. Und weshalb, weswegen, weiß ich auch nicht.
Wenn ihr euch fragt, warum ist der Tiger gerade so müde, guckt auf die Uhr, es ist gerade schon viel nach 9 abends. Sandmännchen ist schon vorbei, normalerweise liegt der Tiger dann eigentlich schon im Bettchen. Naja, hinterm Ofenrohr. Ja. So, Matze, ich bin dann gleich so weit fertig mit dem Düngen. Schön, da kann ich gleich auch mal kurz auf. Lass mich umstellen. Weil es noch ein bisschen blöd ist da. Und Vorsicht, darf nicht was ausgesät fahren. Ah, nee, muss nicht. Wäre so böse. Einmal sieht das niedlich aus. Der kleine blaue Russe vor den Riesen. Dinger Kalkstreuer. Dann ist es halt so, Tom. Aber da zieht das Ding weg wie nicht, ey. So, müssen wir gleich gucken. Hatten wir jetzt überhaupt hier eine zweite Saatmaschine? Wir haben sogar drei. Stehen alle am Kartoffellager. Schön ordentlich an der Wand geparkt. Was natürlich nicht, ob sie voll sind, das sind andere sind. Erzählen wir ja. Oh, eine habe ich leer abgestellt. Das wäre möglich. Ja, pass auf, genau die erwische ich jetzt gleich. Pass mal auf. Ich habe eine halbvolle erwischt. Oh. Ah, die hier ist viertelvoll. 26%. Da geben wir dann noch mal gleich ein Schlückchen. Hattest du dich in der letzten Folge um deine Kühe gekümmert noch? Da fragst du mich jetzt was. Ich dachte, das wolltest du nur machen. Ja, irgendwas fehlte mir, glaube ich, zum Futtermischen. Ich glaube Silo. Was Heu? Ne, das könnte Silo gewesen sein. Warte mal, kurz mal zum Silo rüberlaufen. Aber wir hatten ja das Silo fertig gemacht. Ja. Fiel mir gerade ein, irgendwas war mit den Kühen, mit dem Füttern. So, einloggen hier. Aber jetzt können wir auch ein bisschen schneller rennen hier, so. Aber das Silo ist leider Gottes. Fertig, ne? Doch, ist es fertig. Was? Da jemand an der Zeit rumgespielt? Ja. Ja, dann würde ich sagen, Kommando zurück. Dann mach du dich um fertig leer machen, dass du deine Tierchenkörbe füttern kannst. Weil in der einen Folge, wo ich extra drunter geschrieben habe, hier Trockenmilch, die leider ohne Ton war bei mir. Ja gut, es ist. Wolltest du dich nämlich um die Tiere kümmern, um die Kühe. Es ist zwar im Grunde noch genug Heu und Silage drin, aber Sauberkeit ist 0%, aber definitiv erstmal um die Sauberkeit kümmern. Ups. Na, der Bauer möchte sich nur langsam bald mal melden. Ja, die lassen sich letzte Zeit immer ein bisschen viel Zeit, bevor sie sagen, von das reicht ihnen. So, jetzt ist die Frage, wo ist unsere Frontladerschaufel hingekommen? Jetzt Fische, ich hab da gesagt, da müsste sich langsam mal melden.
Mittlerer Schaufel müsste doch, glaube ich, da hinten sein. Vom Kalk und Saatgut. Bin zu gucken, auf jeden Fall war der Frontlader, aber auf jeden Fall vorne bei den Saatmaschinen. Oh, 33.000 eingenommen. Oh. Können wir uns ja notfalls sind. Oh, hey, was war das denn jetzt? Wieso hat sich jetzt gerade gedreht? Keine Ahnung. Wer ist er da oder vorne? Ich glaube mal, ja, die müsste da sein. Aufgefüllt. Ja, hier ist er. Ja. Und das ist noch die kleine Variante, okay. Noch mal austauschen. Kann man eh bald austauschen, wenn wir einen großen haben. Den hat man ja nur gemietet. Mit dem großen kommst du im Kuhstall nicht rein zum Auto, das kannst du knicken. Nee, das meine ich nicht. Ich meinte jetzt wegen später. Kilo fertig mal. Ausschaufel. Ja. Also entweder sind die Traktoren wirklich und dann sind alle ziemlich größer geworden, weil irgendwie habe ich hier momentan Probleme, irgendwo mal in die Kuhstall reinzukommen mit dem Traktor. Ach. Ich bleib immer irgendwo hängen. Bußfeld 28. Ach, brauchst du über die Kreuzung fahren. Ach, danke, die Tag. Lass ihn noch ein bisschen bimmeln. Ja, die kann noch ein bisschen ticken. Ich sehe sie nämlich. So, ich suche mal jetzt mal eine trockene Feldausfahrt. Hier geht's raus. Und gegenüber wieder rein. Ich fühle mal so an, als wenn da gerade jemand Knotenkunde macht, ne? Was, Knoten? Ja. Also Übung, die ich bei der Feuerwehr immer gehasst habe. Falsches Feld, ich muss ein Feld weiter. So. Hatte dir doch extra gesagt, dass es dahinter ist. Mal holen wir uns dann doch nochmal mal einen Anhänger und holen wir schon mal ein bisschen Silage aus dem Bunker, würde ich sagen. Oder? Aber nicht mit der Schaufel. Fangen wir mit dem Feld noch an, mit der Mission. Man kann jetzt sagen, Parteiauftrag. Wenn die fetten Prämien winken und uns das ein bisschen finanziell unterstützt, dann arbeiten wir mal die Düngemission ein bisschen ab. Leicht verdientes Geld. Oh, das stimmt mit schon, ja. Mit ordentlichen Arbeitsbreite geht das ganz schnell. Ja. Das stimmt wohl. Auch wenn es für den Zuschauer vielleicht ein bisschen langweilig ist, aber wir erarbeiten unser Geld im Spiel immer ein bisschen realistisch und schiedenisch. Was ist dieses Schieden, von dem du redest? Ist das nicht das, was wir jedes Mal hören, wenn wir aufs Bette sind? Nee. Hey.
Ich dachte. Alle sind. Ach, man kann wieder merken, Chris ist jetzt mit dem Radlader gefahren. Ja. Keine Geht auf den 1. Mai zu, da müsste die rote Nelke und muss sich verdient werden. So. Ja, das kennt ihr nicht. Rote Nelke war zum 1. Mai. Upsala. Aber da hatten immer am Tag vorher wurden immer die Prämien ausgeschüttet und der Orden verteilt. Was braucht man nicht, wir haben immer gearbeitet. Aber kann das sein, dass der Radler hier ein bisschen rumspinnt? Wieso? Ja, die Schaufel ist doch hinten, oder nicht? Ja. Aber manchmal hier hinten schaltet er trotzdem vorwärts. Dann müsste ich glaube nochmal an, aus. Wenn das aber vielleicht. Naja. Irgendwie spinnt da so ein bisschen was rum bei dem, aber naja, Gott, wir kriegen es auch so hin. Kann natürlich auch sein, dass sie das komplett andersrum eingebaut haben, die Ansicht, weil du fährst denn ja eigentlich. Nee, manchmal ist es richtig, manchmal ist es falsch, also es ist irgendwie. Wirklich. Aber ich glaube, ich fange damit in der nächsten Folge an. Oh was? Ja, vor uns haben wir noch um die Uhr gequatscht und keiner hat drauf geguckt. Danke für die kleine Meldung und schaut beim nächsten Mal rein. Das ist am Donnerstag. Danke fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen da. Fragen in die Kommentare, genau, da wissen wir, was euch drückt, was ihr wissen wollt und so. Danke fürs Zuschauen.